Hallo, hier seht ihr meine kleine Eierbrutbox für Gespensterschrecken und für Stabsschrecken. Man nehme zwei Heimchendosen, klebe diese an einer Seite etwas mit Häsa zusammen und die untere Hälfte wird dann mit Moos und den ganzen Eiern, die man zum Ausbrüten hat, bestückt. Man sieht schon wieder ein kleines Nymphchen, kleine Nymphe und sehr, sehr viele Gespensterschrecken und Stabsschreckeneier zwischendurch. Diese hier ist jetzt eine Meroni des SP Pelling und eigentlich kommen hier täglich frische Nymphen diverser Sorten zum Vorschein. Das Ganze stelle ich natürlich dann geschlossen tagsüber auf eine Aquarienabdeckung. Hat dann zum Vorteil, dass die komplette Box gleichmäßig erwärmt bleibt und nachts, wenn die Aquariumabdeckung sich ausschaltet mit per Zeitschaltuhr, das Ganze einen natürlichen Temperaturabfall erhält. Scheint den Eiern sehr gut zu tun. Es kommen, wie gesagt, täglich neue Nymphen. Ansonsten, wer dazu Fragen hat, gerne in die Kommentare posten. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Nachmachen.